Hallo liebe Freunde von Camper unterwegs. Heute habe ich was Neues bekommen, nämlich die antihaft beschichtete Form von Omnia. Und die will ich gerne mal mit euch ausprobieren. Ganz glatt von innen, schwarz beschichtet, von außen, mal sehen, von außen nach wie vor Alu, so wie die alte Aluform auch ist. Ihr seht schon, in dieser Verpackung ist also wirklich nur diese Antihaftform. Das heißt, man braucht das Unterteil weiterhin und auch natürlich den Deckel. Die Form hat eine keramische Beschichtung ohne Kunststoff, ohne Teflonanteil. Aber man muss die Beschichtung ganz vorsichtig handhaben. Man darf sie nicht zerkratzen, also nicht mit spitzen Gegenständen drin arbeiten und auch ganz vorsichtig mit der Hand auswaschen. Wir wollen heute ein Rezept ausprobieren, was eigentlich jede Backform an ihre Grenzen bringt, nämlich einen amerikanischen Brotauflauf. Dazu braucht man die Sachen, die ich hier aufgestellt habe. Natürlich Brot, dann Milch und Eier. Und diese Kombination Milch und Eier und Käse ist natürlich fatal für normale Backformen. Wir wollen zusammen einmal ausprobieren, ob diese antihaft beschichtete Form wirklich ihr Versprechen hält. Los geht's! Zunächst brate ich den Speck an und nehme zum Umrühren diesen Kunststofflöffel. Auch in der beschichteten Form darf man nur mit dem Kunststofflöffel arbeiten, denn sonst zerkratzt man diese Antihaftbeschichtung sofort. Inzwischen habe ich für den Brotauflauf das Brot geschnitten. In einer Schüssel verquirle ich jetzt 4 Eier und 750 Milliliter Milch. In diese Mischung tue ich nun das grob zerrupfte Brot, den Käse und die Speckwürfel zusammen mit den Zwiebeln und gebe noch Salz und Pfeffer dazu. Jetzt kommt diese Mischung erstmal eine halbe Stunde in den Kühlschrank, wenn man es gleich essen will, zum Beispiel zum Mittagessen, zum Brunch. Oder es kann auch gut über Nacht stehen, wenn man es zum Frühstück essen will. Jetzt tue ich noch den Rest Gratin-Käse drauf. Die Unterschale muss natürlich auch wieder hier auf dem Gaskocher stehen. So, ich stelle kurz auf Minimum. Das ist bei meinem Gaskocher schon immer eine ziemlich große Flamme. Und dann schalte ich runter unter Minimum. Und so in 30 Minuten sollte der Auflauf dann gut sein. So, jetzt mal gucken, wie der Auflauf aussieht. Bestens. Und sieht auch nicht so aus, als hätte er irgendwo angesetzt. Wunderbar. Nach einer halben Stunde fertig. Und ganz wichtig ist wirklich, nur mit einem Löffel, der nicht aus Metall ist, darf man hier in die Form gehen. Denn sonst würde man dieses tolle Material zerkratzen und zerstören. Hier kann man es super gut sehen. Nichts ist angesetzt. Die Erwartungen an die Antihaftbackform sind also voll erfüllt. Habe ich den ganzen Auflauf rausgenommen und man sieht keine Schramme, nichts hat angehaftet und eigentlich könnte man nur mit Küchenpapier die Form einmal auswischen und sie wäre wieder sauber. Wie gesagt, ich bin total zufrieden mit der Antihaftbeschichtung von dieser neuen Backform, aber sie erspart euch nicht das Backen in der Silikonform. Dann schaut euch mal an, ich habe hinterher einen Kuchen in der neuen Antihaft-Backform gebacken und der ist doch sehr dunkel geworden an den Rändern und eben auch von unten. Und da sollte man eben doch lieber wieder die Silikonbackform verwenden. Die backt einfach Kuchen besser, aber für Aufläufe ist diese neue Backform ideal. Ein anderer Aspekt, der für die Silikonbackform zum Backen von Kuchen spricht, wenn ihr herzhafte Sachen
in dieser neuen Antihaftbackform zubereitet, dann nimmt auch die etwas die Gerüche von Knoblauch und Zwiebeln an. Und dann verwende ich lieber für herzhafte Sachen diese Backform und für Kuchen meine Silikonbackform. Was ihr auch unbedingt vermeiden müsst, ist in dieser beschichteten Backform die zweite Ebene zu benutzen oder das Aufbackgitter. Denn beides, ihr seht schon, hat scharfe Kanten und das würde diese Keramikbeschichtung auf jeden Fall zerstören. Beim Transport, um Platz zu sparen, stapelt man ja gern. So, dann noch dieses oben drauf. Das ist ja schön und gut, aber das sollte man auch auf jeden Fall nicht mit dieser keramikbeschichteten Form tun. Denn wenn man kratzende Gegenstände in der Keramikform transportiert und dann auch noch beim Autofahren hin und her wackelt, was das für einen Abrieb für die Form bedeutet. Und dann geht sie also wirklich ganz schnell kaputt. Dann nimmt sie Schaden. So, hier zeige ich euch dieses praktische kleine Leichtgewicht nochmal. Wie gesagt, ich bin schwer begeistert, aber es gibt natürlich Punkte, die man beachten muss. Ich hoffe, ich habe die euch heute gut erklärt und euch hat mein Video gefallen. Wenn ihr selber vielleicht sogar schon Erfahrungen mit dieser Antihaftbeschichtung gemacht habt, schreibt das doch in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Erfahrungen und besucht mich bald wieder bei Camper unterwegs, wo es wieder neue interessante Camper-Ideen gibt. Tschüss für heute!